Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein unglaubliches Interview für euch dabei mit einem Mitarbeiter von Treyarch, der seit vielen Jahren dort arbeitet und bei dem YouTuber, ist ein sehr, sehr großer YouTuber, 8Forts. Der Link zu ihm ist unten auch in der Videobeschreibung, 4 Millionen Abonnenten, der ein Interview mit ihm geführt hat. Er möchte nicht erkannt werden, der Mitarbeiter, weil er wahrscheinlich dann seinen Job verliert und wahrscheinlich noch eine Rechtsklage in den Hals gedrückt bekommt, weil er Geheimnisse aus einer Firma ausplaudert. Das ist nun mal verboten. Aber 8Forts hat es geschafft, mit diesem Herrn ein Interview zu führen. Und es geht um die Mikrotransaktion. Es geht darum, was Treyarch und Activision da eigentlich hinter den Kulissen abziehen, was genau die Zukunft von COD ist und warum so viel in diesem Game schiefläuft. Und einige der Antworten, die ich euch heute präsentieren werde, haben mir absolut gestern, vielen Dank an den super coolen Abonnenten, der mir diesen Link geschickt hat, die haben mir absolut wirklich die Füße unter dem Boden weggezogen. Oder den Boden unter den Füßen, so rum ist es richtig. Die Antworten, die ich da gehört habe, sind wirklich, also sowas von abenteuerlich, dass man sich wirklich überlegen muss, ob Activision im Prinzip samt Mitarbeitern oder Verantwortlichen irgendwo in eine Klapse eingesperrt werden sollte. Wir haben ganz, ganz viele Fragen, die Antworten sind wirklich großartig. Wie gesagt, der Mitarbeiter von Treyarch kann und darf nicht genannt werden. Ich persönlich weiß auch selber nicht, wer er ist. Jeder von euch, der jetzt der Auffassung ist, dass das alles fake ist, dieses Interview von dem, der kann das natürlich denken, aber wer sich die Antworten einmal kurz zu Gemüte führt, der wird relativ schnell merken, dass an vielen dieser Antworten wirklich was dran ist, weil wir es teilweise selbst gesehen haben. Eine der interessantesten Fragen, die ihr alle und die auch ich habe, schon seit langer Zeit, ist, warum die Supply Drops und die Mikrotransaktionen von Game zu Game unterschiedlich sind. WW2 zum Beispiel hat das Ganze relativ gut gehandelt. In Infinity Warfare war es zum Beispiel schrecklich. Treyarch hat mit Black Ops 3, dem Supply Drop System und den Mikrotransaktionen und jetzt mit Black Ops 4 natürlich komplett den Vogel abgeschossen. Und da fragt man sich sehr, sehr gerne, warum gibt es solche Unterschiede von Entwicklerstudio zu Entwicklerstudio? Und die Antwort vom Treyarch-Mitarbeiter ist: Eigentlich ist es eine Frechheit, aber ist tatsächlich so. Wortwörtlich, Treyarch-Fans und Treyarch-Spieler, die Treyarch mögen, sind bereit, mehr hinzunehmen, weil sie mehr Vertrauen in den Spielerentwickler haben. Das bedeutet, übersetzt, Activision weiß ganz genau, dass wir alle Fans der Black Ops-Reihe sind, dass wir alle Fans von David Vonderhaar sind und dementsprechend natürlich die Studios Sledgehammer, die WW2 gemacht haben, und Infinity Ward, die zum Beispiel IW gemacht haben, absolut hinten anstehen. Das heißt, man kann mit diesen Fans, die die anderen Teile spielen, nicht so umgehen, wie man das möchte, weil sie schneller vom Spiel abkehren. Bei Treyarch-Teilen, gerade bei Black Ops-Teilen, ist das anders. Wir sind alle große Fanboys. Dementsprechend hat Activision gesagt, sie werden die Mikrotransaktionen in Black Ops 4 mit Absicht aggressiv ranbringen. Das heißt, jeden Tag im Schwarzmarkt was Neues, auch wenn es unsinnig ist. Sticker für 3 Euro, die kaum einer braucht. Damit wirklich man an die Grenze gehen kann von dem, wie belastbar die Nutzer und wie belastbar wir sind, was Activision mit uns macht. Das, Leute, ist eine absolute Frechheit. Es wird also danach geguckt, welcher Spieleentwickler mit seinem Spiel gerade dran ist. Und wenn der richtige Spielerentwickler dran ist, sieht Activision die Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu machen, weil wir die Black Ops-Teile lieben und das Spiel weiterspielen, obwohl wir uns verarscht fühlen. Das also wirklich eine der krassesten Antworten, die ich darauf jemals gehört habe, und es leuchtet mir ein. Treyarch ist einfach von den 3 Spieleentwicklern für Call of Duty der renommierteste und bisher, glaube ich, auch der beste. Da muss immer geguckt werden, wo ist die Grenze zwischen was darf Treyarch und was darf Activision, was darf Treyarch nicht. Aber ganz ehrlich, Leute, absolute Frechheit, und als ich das gehört habe gestern, wirklich, mir fällt immer noch nichts dazu ein. Aber es gab noch ein paar andere Fragen und die Antworten wären nicht minder schlecht und auch nicht minder interessant. Die nächste Frage war: Warum gibt es in Black Ops 4 keinen einzelnen Spielemodus, also eine Kampagne? Und die Antwort darauf ist nicht komplex, sondern relativ einfach. Die Spieleentwickler hatten nur 2 Jahre Zeit für den Multiplayer inklusive Zombie, inklusive Blackout, weil die Spieletester, es gibt ja für jedes Spielestudio immer Spieletester, dass Black Ops 4, so wie es mit dem Einzelspieler, es gab schon einen Einzelspielermodus, so wie er war, absolut negativ bewertet haben. Ihr habt ja mal Stichwort von mir gehört, es gab Gerüchte, dass es ursprünglich so aussah wie Overwatch, wo im Prinzip Spezialisten alles beherrschen. Noch viel, viel mehr als hier.
Und wenn ihr euch jetzt überlegt, dass man damals gesagt hat, okay, das Spiel muss komplett geändert werden, das sieht schlecht aus, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann hat man im Prinzip ein ganzes Jahr verschwendet und musste alles von vorne aufzürnen. Dabei hat man dann auch noch festgestellt, dass der Einzelspielermodus, so wie er ausgesehen hätte, da er ja auch in der Zeit vor Black Ops 3 spielt, dass es da ein Problem gab mit gewissen Lizenzen, weil der Einzelspielermodus zu nah an einem Multiplayer-Spiel war, was man so käuflich erwerben kann. Namen kann ich hier leider nicht nennen. Diese Spiele waren mehr oder weniger unabsichtlich 1:1 voneinander kopiert. Was Activision dazu bewährt hat, gesagt, wenn wir sowieso ein Jahr zu wenig jetzt haben, lassen wir den Einzelspieler einfach raus. Einzelne Teile vom Einzelspielermodus sind im Multiplayer-Modus mit drinne, aber man hat sich final dazu entschieden, dass Multiplayer und Einzelspieler nicht funktioniert, aus dem einfachen Grund, dass die beiden sich überschneiden würden und dass es keinen Sinn machen würde. Es gibt also tatsächlich einen Planungsfehler seitens Activision, dann gibt es den Fehler, dass es falsch ausgeführt wurde und dann hat man versucht, ein Spiel zu machen, was wie Overwatch aussieht. Dazu kam die nächste Frage, warum man das Spiel nicht anders genannt hat und jetzt kommt es, der ursprüngliche Plan war überhaupt niemals, dass man das hier Black Ops 4 nennt. Es sollte eigentlich überhaupt kein Black Ops 4 geben. Das Ganze sollte einen komplett anderen Namen bekommen und sollte auch weg von der Black Ops-Reihe gehen. Man hat aber realisiert, dass man das nicht mehr schafft in der Zeit, nachdem im Prinzip die Kritiker gesagt haben, zu sehr Overwatch, das ist kein gutes Call of Duty. Also hat man sich dafür entschieden, man geht zu dem zurück, was man hat, nämlich die Daten aus Black Ops 3. Ihr seht das bei ganz vielen Sachen hier. Maps aus Black Ops 3, Charaktere aus Black Ops 3, einzelne Waffen sind sehr ähnlich zu Black Ops 3. Man hat im Prinzip das Fundament von Black Ops 3 genommen und hat das in Black Ops 4 reingeschmissen, weil man keine Zeit mehr hatte. Also unglaublich, und dass das ein AAA-Spielehersteller und Entwickler ist und Publisher, ist eine absolute Frechheit. Diese Frage war wirklich eine der spannendsten, die hätte gestellt werden können an den Treyarch-Mitarbeiter. Aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, keiner von uns kann sich erklären, was genau in den Köpfen dort vorgeht. Es war also niemals geplant, dass dieses Spiel so, wie es jetzt ist, rauskommt. Und deshalb haben wir auch nach wie vor sehr, sehr viele Bugs, Probleme und sonstiges. Das nächste, was wir als Frage haben, was passiert jetzt in Zukunft mit David von der Haar und Blackout? Wird Blackout umsonst? Hört David von der Haar tatsächlich auf? Und darauf gibt es zwei verschiedene Antworten. Die erste Antwort: Blackout hat einen komplett eigenen Lebenszyklus. Das heißt, Blackout ist komplett unabhängig von Black Ops 4, wird auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre weiter supported, bekommt neue Updates, bekommt neue Feinerungen, alles Mögliche und wird, der Zeitpunkt ist nicht genannt, irgendwann komplett kostenfrei sein. Ich vermute persönlich, wahrscheinlich mit dem Release zu MW4 wird auch Blackout für alle Spieler dauerhaft kostenlos sein. Jetzt aktuell haben sie Blackout schon kostenlos gemacht. Der einzige Grund dahinter ist, dass man aktuell mit dem Battle Pass bei Apex Legends ein bisschen konkurrieren möchte und Spieler wieder zurückgewinnen möchte, die man in den letzten Tagen und Wochen einfach verloren hat. Dazu kommt, David von der Haar wird nur noch dieses Jahr an Blackout weiterarbeiten und danach bei Treyarch kündigen. Sein Abschied, sein Rücktritt vom Spieleentwickler ist bereits sicher und steht bereits fest. Das Ganze wird später erst annonciert. Was das für uns bedeutet im Prinzip, wir werden nie wieder ein Treyarch-Teil mit David von der Haar als Headchef für den Multiplayer haben. David von der Haar hat Black Ops 1 gemacht, hat Black Ops 2 gemacht, war für Black Ops 3 verantwortlich, hat sich dazu entschieden, dass er Blackout noch weiter unterstützt und das war's dann. Was die Zukunft davon sein wird, ist unbekannt. Ich weiß nicht, ob sie ein neues Spieleentwickler, Spielehersteller bekommen oder nicht. Dann habt ihr es bestimmt mitbekommen, Michael Corngree, das ist der ehemalige Executive-Chef von Sledgehammer, der auch WW2 zu verantworten hat. Der hat sich über Treyarch lustig gemacht, über die Mikrotransaktionen in diesem Game. Ihr müsst euch das vorstellen, diese drei Entwicklerstudios arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander unter der Hutführung von Activision. Und wenn ein Spieleentwickler den anderen Spieleentwickler öffentlich niedermacht auf seinem Twitter-Account, dann wisst ihr wahrscheinlich in dem Moment schon, dass da bei Activision und bei den Spielestudios sehr, sehr viel im Argen ist. Allein diese Abzocke, dass wir einen Schwarzmarkt bekommen, der absolut nur darum geht, dass wir viel, viel Geld ausgeben, zusammen mit der Companion-App, da kommt auch gleich die nächste Frage zu den Leaderboards, ist schon unglaublich.
Aber wir haben zumindest die Antwort auf das Ganze bekommen und wissen jetzt, warum es so läuft. Nämlich, weil Leute, die Treyarch-Spiele spielen, mehr widerstandfähig sind und größere Nerven haben. Weil sie einfach Vertrauen in das Spielestudio haben. Es wird keinen Hater geben, es wird keinen EMP-Kern geben und die Antwort darauf wird euch auch ein bisschen überraschen. Es wird auch keine weiteren Streaks mehr im Multiplayer geben. Das hat einen einfachen Grund. Tatsächlich sagt Activision, es ist zu kompliziert. Das ganze Game ist auf dem, was wir haben, aufbasiert und auf den Spezialisten, die jetzt noch kommen werden. Wir werden keine neuen Streaks bekommen, weil es zu kompliziert ist, diese jetzt ins Spiel nachträglich einzufügen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Antwort ist absolut absurd. Die einzige logische Antwort wäre wahrscheinlich, man hat es in der Spieleentwicklung verkackt, hat gemerkt, dass man die Streaks nicht mehr ordentlich mit reinbekommt, hat dann nach einem Ausweg gesucht und hat stattdessen Zero und Recon genommen. Das, Leute, ist weder ein Hater, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Recon ist kein Hater und Zero ist kein EMP-Kern, aber beide haben im Prinzip eine ähnliche Funktion. Das zeigt für mich aber schon wieder, dass das Entwicklerstudio Treyarch da genauso verantwortlich ist wie Activision auch. Dann haben wir noch eine Frage, warum die Leaderboards, das wurde auch gefragt, warum die Leaderboards nach wie vor nicht im Game sind. Und jetzt aktuell haben wir ja die Antwort, es ist zu komplex angeblich. Das Ganze hat einen ganz anderen Grund. Activision weiß nicht, wie sie von den Hackern wegkommen können, die in jedem Leaderboard, in jedem COD-Teil bisher auf den ersten paar hundert Plätzen irgendwann waren. Sie haben wortwörtlich, sagt der Mitarbeiter, keine Ahnung, wie sie dagegen vorgehen sollen. Und deshalb wollen sie auch zukünftig keine Leaderboards mehr einführen, bis sie sicher sind, dass sie die Hacker von den Top-Listen wegbekommen. Das nächste Problem ist, und das ist auch wirklich etwas, wo ich absolut nur den Kopf schütteln kann, die Leaderboards zeigen in anderen Spielen ja an, wie viele Spieler welchen Modus, wie viel um wie viel Uhr spielen oder. Die Spielerzahlen bei Black Ops 4, sagt dieser Treyarch-Mitarbeiter, sind so dermaßen schlecht im Vergleich zu anderen Black Ops-Teilen, dass man, das müsst ihr bedenken, Activision hat ja auch Sponsoren. Es gibt ja Sponsoren, die diese Spiele mitfinanzieren, unterstützen. Und die gucken natürlich sehr, sehr genau auf die Spielerzahlen. Und damit diese Spielerzahlen nicht allgegenwärtig andauernd öffentlich sind, hat man sich dazu entschieden, keine Anzeige reinzunehmen, wo steht, wann, welche Spielzahl, wo erreicht ist, in welcher Region. Einfach um sicherzugehen, dass die Investoren für Activision und COD insgesamt nicht der Auffassung sind, dass sie ihr Geld woanders investieren müssen. Das, Leute, zeigt doch im Prinzip, dass Activision nichts verstanden hat. Es geht doch nicht in erster Linie darum, dass die Investoren und Sponsoren weiter da bleiben, sondern dass die Spielerbasis, die Leute, die das Spiel überhaupt kaufen, zufriedengestellt werden mit Content, der einem gefällt und der interessant ist. Das, Leute, sind im Prinzip die wichtigsten Fragen gewesen. Ich bin absolut sprachlos. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ich denke, es sind ein, zwei Wahrheiten ins Licht gekommen, die einige von uns sich vielleicht gedacht haben, die bisher aber, ich sag mal, unausgesprochen waren oder wo man keine Bestätigung hatte. Link zu 8 Forts ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Thema des Videos gefällt. Die Aussagen nicht, weil die mag ich auch nicht. Lasst jetzt den Like da, haut gerne ein Abo raus. Viel Spaß mit der Wahrheit. Ich gehe mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Haut rein.